Wir gehen erstmal rüber Käfer holen. Erstmal rüber Käfer holen. Dafür ziehen wir uns um. Wir brauchen wieder die Ausdauerkäfer, ne? Haben wir gestern gesehen. So, dup, dup, dup. Waffen, ne? Tiere. Lurken mit den Gurken. Udo, ich danke dir für den Lurk. Ganz viel Spaß beim Zocken oder bei dem, was du tust, machst oder auch lässt. So. David, danke für den Support. Hallo, Max. Upp. War ausgewählt. Ich gehe stark davon aus, Finn nach 9 ist noch nicht da. Ist noch keiner da. Sie sind da. Ah, oder das ist gut. Nur nicht zu oft, ne? Muss ich nochmal waschen. Käfer sind schon da. Okay. Danke dir, Max. Wo? Okay, ich sehe einen. Ich sehe drei. Ich sehe vier. Schwertkäfer weiß ich gar nicht. Das war ein Top-Tipp hier. Das war wirklich ein Top-Tipp. Ich glaube, das Shadow war es. Ein richtiges Paradies für die Käfer. Sowas bräuchten wir dann eigentlich noch für die Libellen. Oh. Danke dir, Max, für den Support. Bin ich hier losgelaufen? Boah. Gegen Elektro-Echsen dort. Du brauchst 36 Hörner und 24 für alle Rüssis. Hörner ist gar kein Problem. Können wir mal kurz reingehen? Die sind, glaube ich, nicht nah beieinander, ne? Aber gut, dass du es mit den Hörnern sagst. Ich hätte nämlich angefangen, die zu verkaufen. So nach Typ ist besser, nicht nach Häufigkeit. Wo sind sie rum? Okay, die Schwänze sind hier. Oh, übersehen. Dran vorbei. Ah, durch den Dealer keine Chance. Keine Chance. Sind die unten bei? Nee, weiter oben. Püppchen! Einen wunderschönen guten Abend, wie geht's dir? Und hier oben? Da fangen auch schon wieder die Sachen an. Das kann auch nicht sein. Weiß ich überhaupt, wie die aus... Aha. Davon haben wir 84 Hörner. Okay. Elektrohörner sieht nicht so gut aus. Aber die haben auch wirklich bis jetzt echt wenig gefahren. Eis und Feuer passt auf jeden Fall. Wie kriegt man Goldkäfer? Meinst du mit Goldkäfer die Ausdauerkäfer? Sehr gut, und ihr? Hab morgen Homeoffice, heißt länger schlafen. Jackpot. Jackpot. Homeoffice. War eine gute Zeit. Gönn ich dir. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Mal zu den hier. Den kriegt man eigentlich genau da. Also falls du den meinst, sag Bescheid. Da kann ich zufällig helfen. Da kann ich zufällig helfen. Und Noah, ich grüße dich. Vielen Dank fürs Folgen. Und danke für den Support. Ja. Also, hier unten ist der Bondraswald. Nördlich vom Dodo-Schrein. Scroll mal ein bisschen raus. Das ist im Südosten, unten in Firone. Einfach auf Nachtstellen. Das ist auf Nachtstellen, ne? Lagerfeuer. Dann bis abends pennen. Rübergehen. Patricia, einen wunderschönen Abend. Alles gut bei dir? Aha. Da spawnt er wieder. Ich denke, kein Problem. Wo war der? Ja. Ich habe eine Vermutung. Spawnt er wieder da hinten? Himmel, danke für den Support. Ich grüße dich. Ist er wieder hier? Okay, der ist anscheinend immer da. Der ist immer hier. Immer. Wir haben es jetzt viermal gemacht. Viermal war er da. Ausdauerkäfer sind nachher auch wirklich wichtig, wenn ihr alle Rüstung upgraden wollt. Da sind wir nämlich gerade bei Rüstungen dran. Da braucht man überall drei, vier Stück. Schwertkäfer. Noch einen. Schaut euch das an.
Und die sind halt eigentlich selten, ne? Die haben auch ab und zu mal oben im Himmel gefunden. Aber ja. Jetzt sind wir hier. Ich weiß aber auch gar nicht. Sind die immer an den gleichen Stellen? Spawnen da nochmal welche öfters? Auf jeden Fall der eine Goldkäfer da hinten, der bei dem Holz war, das war schon ein bisschen auffällig. Alles gut soweit, nice, das freut mich. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Mir geht es auch gut. Da wieder einer. Die sind doch größtenteils nur am Baum hier. Oder an den Bäumen. Aber an einem Baum. So, jetzt haben wir es geschafft. Sieht hier ein bisschen mau aus. Ich würde schon fast sagen, wir sind fertig. Aber ich würde rübergehen. Und wir machen kurz die Suche auf was anderes. Und zwar, wo sind sie? Da sind sie. Hab die Tiere noch nie bei TTK gesehen, die sind doch echt selten. Und hier in dem Wald kannst du echt davon einige finden. Hallo Frau Erdmann. Ich kann mich nicht beklagen, wie geht's dir? Oh Gott, da war wieder einer. Also ich kann wirklich sagen, hier die Stelle. Firone ist hier. Südöstlich davon. Nördlich vom Stall, am See, ist der Bonraswald. Da geht er hin, wenn ihr die Käfer haben wollt. Es lohnt sich wirklich. Und jetzt holen wir uns Exalvos. Steckdosenauto, ich grüße dich, wie geht's dir? Vielen Dank fürs Folgen. Wir werden die Waffen spielen, weil davon habe ich jetzt erst ein Foto gemacht. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie kaputt gehen. Damit die verbesserte Version unten im Untergrund kommt, ich die mir dann wieder nehmen kann oder nicht nehmen kann und mache dann ein Foto. Und wenn ich dann das Foto habe, gehen wir langsam Richtung Ende vom Handbuch. Darf nicht so weit am Rand sein. Gut. Ein Horn bekommen. Haben wir hier Rüstling? Warte hoch. Schaffen wir. Weiß noch, gleich auf der anderen Seite links sind noch zwei Exalvos. Aber noch habe ich hier nicht so wirklich eine Route. Weil wir wollen ja alle Rüstung upgraden, wa? Wollen wir. Ganz freiwillig. Da kommen sie auch schon. Ich komme schon, wenn in X Jahren die Switch 2 rauskommt, dann kann ich Zelda nur in klein spielen. Switch 2, ich weiß gar nicht, ob das noch so lange dauern wird. Weiß es gar nicht. Hallo Lumaro, die Schmerzen im Kiefer. Da kommt wohl ein Backenzahn. Von einem Zahn kommt das. Ach du Kacke. Meine Güte. Ich hoffe nicht. Das war also dein wichtiger Termin, Lumaro, GZ, zum Führerschein, GZ. Ich habe ein bisschen Jackie, vielen Dank für den Resub im vierten Monat. Alter, hör auf, mich anzuspucken. Bisschen Hoffnung, dass die Switch 2 früher rauskommt. Wupp. Dankeschön. Danke. Die Garde sagt, ach ja, hier ist die Fake-Truhe. Meine Güte. Und Conor, wie geht's dir? Die Gardewaffen haben ja gar keine Haltbarkeit. Das ist ja bodenlos. Gut, du nimmst jetzt auch gut, danke der Nachfrage. Wow.
Wow. Das ist ja wirklich belastend. Gott, danke für den Support. So, wo ist der Exalbus? Das ist auch ein wichtiger Termin. Ich wollte gestern halt nicht nachfragen. Ich dachte so, okay, vielleicht erzählst du es morgen oder halt nicht. Wenn nicht, dann nicht, ist okay. Ja, eh klar. Wenn man morgen endlich in die Wandlung losgeht, nicht, dass die neue Arbeit am 1. Dezember anfängt, ich drück dir die Daumen. Checklosen Autos wünsche ich dir auch. Danke, dass du da warst. Ist ganz schön weit im Spiel. Ja, ich habe ganz schön viele Stunden gespielt, ne? Wie viel habe ich jetzt? Knapp 400. Danke dir, Checklosen Auto. Danke, danke, danke. Habe auch 2-3 Stunden schon hinter mir, ne? Reicht nicht. Es reicht nicht. Das, also wirklich, ich habe mit dem Gardeschwert 5-mal geschlagen? Was? Ist das denn ein Masterschwert auf mich bestellt? Preis bekomme ich, aber keinen Schwanz. Schwanz bekommen. Wo hast du die ganzen Schweine Schreine gefunden für die Herzen? Hier? Schwierig zu sagen, Leon. Wie soll ich darauf antworten, ne? Aber es gibt auch eine Quest, da kriegst du ein Herz. Wieso Jägerrüstung? Wir haben gerade Käfer gesammelt. Das war dann halt, sinnvoller dafür. Hallo, Jennifer. Mir geht's gut, wie geht's dir? Leute, hattet ihr einen schönen Tag. Freut euch aufs Wochenende. Aber apropos Rüstung, genau, die könnte ich jetzt wieder umziehen. Rein in die grimmige Gottheit. Wenn du auf die Switch ins Hauptmenü gehst, dann gehst du auf dein Profil. Cooly Ennis und dann siehst du es hier, ne? 380 Stunden oder länger. Also die gehen in 5er Schritt, ne? Irgendwann steht da 385 oder länger und dann 390 oder länger. So machen die das bei der Switch. Immer noch mit Corona. Wie lange hast du jetzt schon Corona, wenn ich fragen darf? Gute Besserung auf jeden Fall. Wenn du bei den Schreinen Hilfe brauchst in irgendwelchem Gebiet, sag gerne Bescheid. Wieso gibt's die im Untergrund? Grimmige Gottheit gibt's nicht hier. Das ist eine Questlinie. Dafür musst du hier in diese wunderschöne Höhle. Höhle am Askaltsee. Südlich vom Todesberg. Hier unten. Da stehen zwei NPCs. Einfach mit denen quatschen, mal reingehen, wieder rausgehen. Und dann weißt du schon, ja. Ich sage immer Cooly Ennis und es ist Cooly Ennis. Es ist eigentlich Cooly Ennis. Fuck my life, sorry. Jetzt Sonntag, also im Rahmen, danke, okay. Drück die Daumen, dass es nicht schlimmer wird. Genau, wenn man auch Wurzeln hat im Untergrund, falls man es noch nicht wusste, wenn jetzt hier eine Wurzel ist, man drückt nach oben, dann ist hier ein Schrein. Cooly Ennis und ich sage immer Cooly Ennis. Ach du Heilige. Wenn ich irgendwas falsch ausspreche, sag gerne Bescheid. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht merken. Doch, ich probiere es. Probieren tue ich es, versprechen kann es nicht. Ach du Kacke. Unangenehm. Also, unter jedem Schrein ist eine Wurzel und über jeder Wurzel ist ein Schrein. Gehen wir hin. Gehen wir hier rüber. Also für Feuer und Eis habe ich eigentlich relativ gute Ecken gefunden, wo wir die farmen können. Aber Elektro muss ich mich echt noch mehr umschauen. Danke dir, Max. Und jetzt das Wissen. Untergrund finde ich ätzend. Man gewöhnt sich irgendwann so ein bisschen, ne? Und jetzt das Wissen, okay. Genau, und im Himmel sind 32 Schreine, genau. Unten auf der Erde 120, im Himmel 32. Kann man so ein bisschen zählen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ein Specksandwich hervorragend gegen einen Kater hilft. Wissenschaftlich belegt. Versteht er? Belegt. Ja, noch einen. Machen wir noch einen. Und jetzt ist Wissen. In deutschen Supermärkten gibt es Obama-Fingers zu kaufen. Knusprig frittierte Chicken Sticks. Obama Fingers. Lasst euch schmecken. Weiß nicht, ob es die noch gibt. Bruce war älter.
Ne, ist auch wirklich ein guter Ort zum Rumlaufen. Wirklich gut. Obama Fingers, ja. Das war auch bestimmt während der Obama-Zeit und ja. Da tun ja manche Länder alles dafür, dass sie irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Positiv, wie auch negativ. Also, Sensor, schlag aus. Ich sollte mal drehen. Richtig gedreht, super. Da werden wir scharf beschossen. Top, ich grüße dich, vielen Dank fürs Folgen. Bananas? Nichts? Aha. Aha. Wo? Bin nur gerade ausgeflogen. Was hole ich mir als Snack? Die nächste Frage ist, das muss ich auch mal wissen, was gibt es denn zur Auswahl? Und da picken wir uns das Beste raus. In der Wüste. Wir gehen gleich mal in die Wüste. Stimmt, haben wir auch gemacht. Danke dir, Alena, fürs Karten. Wenn was ist, musst du schreien. Okay. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe sie nicht. Ja, es macht immer Plim Plim, aber nix. Nix zum Plim Plimmen. Ist kein Plim Plim. Wenn ich es gleich nicht einfinde, sind wir in der Wüste. Ich sage euch, wie es ist. Ach, da unten. Oder Gardebogen. Wie viele Schüsse dürfen wir machen? Wir haben schon 4 Schüsse gemacht. Wahnsinn. Topwaffe. Das ist ein Schwanz, ne? Ne. Hähnchenfleisch. Klar. Du bist gerade auf dem Weg zum Edeka. Dann auf jeden Fall auch was Saures. Welche Rüstung trägst du am liebsten? Es ist die grimmige Gottheit, die ich auch gerade trage, ne? Die gibt halt Angriffsstärke. Also jeder Schlag ist halt automatisch stärker mit der Rüstung. Okay, das ist aber... Ich glaube, Gardebogen hält am meisten der Gardewaffen aus. Da sage ich dir ganz ehrlich, ist auch keine Kunst. Dino Nuggets, ah! Okay, ich muss die Woche noch einkaufen. Dino Nuggets muss ich mir noch aufschreiben. Aber auf jeden Fall auch was Saures. Ich mag, ich liebe ja saure Äpfel, ne, zum Beispiel. Süßigkeiten, boah. Jackpot. Wir gehen in die Wüste, komm. Das ist mir alles hier zu traurig. Wo starten wir denn? Starten wir hier. Es gibt natürlich noch andere Ausrüstungen, die haben viel mehr Verteidigungswerte. Aber ganz ehrlich, bei den ganzen Herzen, bei dem ganzen Essen, was wir gekocht haben, brauche ich eine Rüstung, womit ich mehr Bums habe. Also ich will irgendwie halt Schaden anrichten. Guten Abend, heißer Kaffee. Hier im Schrein. Jedes Tier. Komm, danke für den Support. Okay. Wo sind Elektro-Exalvers? Ah, das sind die falschen. Schade. Oh, was ist los? Heißt der Kaffee? Was ist los? Mir geht's soweit gut. Okay, Nachfrage. Eis auch wichtig. Ja, ich brauche Verteidigung, bin ich der Beste im Kampf. Dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, Hylia Helm, Hylia Rüstung und Hylia Beinschutz. Kann ich sehr empfehlen. Oder die Nuggets in Eis tunken. So, jetzt bin ich ein paar Mal dran vorbei. So. Hallo Max.
Ja, die geht schon seit 19 Uhr zu. Ah, damn. Dann morgen. Dann morgen. Elektro-Exalbus in der Nähe. Aha! Und da ist er auch. Lebt immer noch. Gute Besserung, Tom. Was hast du denn? Kein Schwanz. Achso, nicht du, Tom. Der Exalbus. Passt schon soweit. Ich will doch mal Kältung ausbrüten. Am Ausbrüten bist du doch. Du bist im Ausbrütprozess. Gute Besserung. Lass diesen Ausbrütprozess nicht zu lange angehen. Komm, Berlin, Daten bis 23 Uhr auf. Das ist Luxus, wa? Das ist Luxus. Blinddarmentzündung. Wurde schon operiert? Bup und bup. Gut, aber der Gardebogen hält echt ein bisschen aus. Never mind, okay. Der ist auch leider echt schäbig. Wahnsinn. Garde Sachen. Morgen bist du operiert, okay. Toi, 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 dass gut läuft. Machen die Mates das oder? Oh Gott, wo? Da hat er aber einen Usain Bolt-Schwund gemacht. Sehr gut, Horn bekommen. Nur bis 18 und 19 Uhr hat. Okay, ich wohne halt auch auf dem Dorf. Wir haben Schniff länger, haben die Sachen hier auf. Da kann man schon im Rewe gehen bis 22 Uhr. Bogen anziehen, wichtig. Ich glaube, wir gehen heute auch mal noch Richtung Leune. Wir brauchen Leuneherzen. Und ich brauche neue Bögen. Schwanz bekommen. Okay, nice, Janis. 650 in TTK. Hast du denn soweit alles in TTK? Bist du durch? Ja, nice, Lumaro. Sehr, sehr nice. Was fehlt dir noch so, Janis? Den schnappen wir uns. Ich glaube, von dem brauche ich auch noch irgendwas. Moped hier parkt. Ah, toll. Man konnte die doch irgendwie triggern. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie sein. Ich brauche die. Ich brauche die einfach. Brauche die Schwänze. Das bringt ja nichts, ne? Da hätte ich schon mal auf dem draufgelaufen. Was muss ich denn? Irgendwas muss ich machen. Außer Glück haben. Da heißt ihr Shepard. Ich bin komplett falsch gelaufen. Schaffen wir es so? Oh, ist das knapp. Der hat mein Moped angegriffen. Irrer. Nur ein Edeka, okay. Bin so alt. Hat er samstags bis 13 Uhr geöffnet und in der Woche bis 18 Uhr. Das hat sich ziemlich schnell geändert, ne? Ziemlich schnell. Vielen Dank für den Support. Raven, einen wunderschönen guten Abend. Erzähl, Bochum Tag 2. Wie war's? Ja, ich und die Schwänze, ne? Oh, so viele. Kurzes Hello. Kurzes Hello zurück. Und es hat Boom gemacht. Das
Das Signal wird weniger. Ich fahre nur geradeaus. Ah, lol. Leute, Bogen kaputt. Guten Tag. Kein Schwanz. Warum ist die Musik da? Ah. Lol, ach, okay. Ich dachte, warum ist die Musik immer noch da? Aber da ist er. Uldora Kiefer war das. Ich habe keine Ahnung mehr. Eine Nette wurde von Jahren neu gebaut. Nichts. Getränkemarkt mit Post? Flaschenpost habt ihr dann da, oder? Was ist das? Pumptag 2 war schon angenehmer, aber bin froh, dass es nur noch. Okay. Hauptsache, es wird nicht schlimmer. Jackpot. No Pass Hour, okay. Keine Flaschenpost. Flaschenpost ist so hier das einzige in der Nähe. Die Getränke ausliefern. Und nicht mal zu mir. Sind aber auch recht teuer. Aha. Wo? Wo? Ich sehen. So. Und Headshot. Ja. Oh, das darf nicht wahr sein. Noch einer? Wow. Schwanz bekommen. Schön. Das sind schon echt ein paar. Aber. Oh, Horn, ne? Horn? Ich glaube, wir brauchen ein Horn von ihm. FBI, open up! Hallo Sarah! Einen wunderschönen guten Abend. Alles gut bei dir? War der Tag heute besser? Ist im Land einfach kein Netz gibt. Manchmal denke ich, das ist extra. Damit man nichts anderes sich irgendwie anschauen kann. Ach nee, extra. Irgendwie googeln von irgendwelchen Preisen. So. Wir gehen rein. Auf zum Drachen. Also, Jackie, wenn du die Nägel von der Sarah gemacht bekommst, dann würde ich aber auch die Nägel gemacht bekommen. Aber hallo. Nee, ich mach das Beste raus. Das ist schon okay, fuck. Dankeschön, heißer Kaffee. Oh, der Edeka hat bei euch Kunden-WLAN. Hm. Pink mit Glitzer. Okay. Nur egal. Irgendwas gemacht bekommen. Meine Nägel. Dankeschön, heißer Kaffee. Gehen wir mal drauf. Und dann holen wir uns ein Horn. Wow. Die waren auch im Sale, wa? Ist ja gar nichts mehr. Liegen ihre alte flachen Nagel, die neue. Bist du Fuß? Also, wer ist das? Pediküre, Maniküre, da sehe ich mich, ja. Ja. Also, wenn schon das volle Programm. Ich hätte gerne, wie heißt das denn? So, die Typ French Nails hätte ich gerne. Hä? Ist das nicht so, wenn vorne so die Nagelspitze dann so weiß ist? Typical French Nails, hä? Da sehe ich mich. Ich glaube, ich wäre auch ein gutes Hand- oder Fußmodel.
Da kennt sich jemand aus. Da stand letztens bei Twitter. Was ist denn die Farbe Babyboomer? Babyboomer? Das sagt mir nicht. Ich kenne französische Nägel. Sind ein paar Steine hier, ne? Jetzt ist ihm kalt. Ruhig, Marco. Spiel entspannt, haben sie gesagt. So, ein Horn. Guten Tag. Geklaut. Hallo Birgit. Einen wunderschönen guten Abend. Ist gut bei dir? Babyboomer ist weißer Farbverlauf. Okay. Ich bin der Drache. Ich muss aber von rosa zu weiß zu einem Farbverlauf. Okay. Bin ich jetzt ganz sicher. Smoky French. Okay. It's a Smoky French. Was meinst du mit, ist das der Drache? Verstehe ich nicht. Zusammenhang? Da ist doch eine, oder? Ja. Oh Gott, die Ausdauer. Oh Gott. Habe ich Ausdaueressen? Oh, wer kaputt ist, wie kaputt. Ausdaueressen. Gar kein Problem. Puh. Oh. Bin schon wieder nur. Das sagt mir alles nichts. Mir auch nichts. Ich bin da auch raus. Deine Füße sind pfui. Okay. Finde Füße auch nicht so nice. Was hat die Story eigentlich mit dem Start und Aussicht, die diese Krallen von den Drachen haben möchte? Inwiefern willst du das wissen, was da passiert, was einem erzählt wird oder was diese Story mit der Hauptstory zu tun hat? Items weg. Trank gleich essen? Ja, für mich ist es alles da essen. Ein Gerudo-Schild, ein 28er, geil, könnt ihr behalten. Warum macht er hier plim plim? Wo sind die rum? Sind die hier unten? Ein Schwabe-Video. Heute kein Rotlicht, muss ich gewünscht werden. Also ich mache Rotlicht auch eigentlich nicht so gerne, weil das Licht nicht so gut ist. Bis gleich, Raven, lass dich schmecken. Ja, für was da passiert am Ende? Meinst du jetzt, wenn man da die Krallen abgegeben hat und was man dafür bekommt? Oder worauf möchtest du hinaus, Leon? Und jetzt ist es, mache ich jetzt gleich. Gott, die verliere ich ja alles. Und man kriegt auf jeden Fall eine gute Belohnung, wenn man die Quest macht, ja. Oh, die ist immer so schön romantisch, aber ist teuer. Hm, kommt drauf an, kommt drauf an. Vanguardon, ich schätze heute in 2 Wochen. Dann sind wir mit Zelda durch. Vermutlich nicht der letzte Stream. Kommt, der hat eine Garde. Nein, der hat keine Gardewaffe. Aber den brauchen wir nicht. Wird vermutlich in 2 Wochen nicht der letzte Zelda-Stream sein, aber vermutlich der vorletzte. Ah, ja, Max, genau. Genau, das war der Drache, ja. Genau.
Das war eben Zelda. Der Weißdrache. Achso, ohne zu wissen. Sag mal, vielen Dank für die 20 Bits. Dankeschön. Kein Zelda mehr, Punkt, Punkt, Krei, Krei, Krei. Aber nur vorerst, ne? Ihr wisst ja, Zelda, Minecraft, Zelda, vielleicht Ark, dann wieder Zelda. So eine Richtung habe ich einen Plan. Das war zweimal? Zweimal. Vielen Dank für die Bits, dankeschön, sehr lieb. In der Stadt lebende Sperlinge sind intelligenter als ihre auf dem Land lebenden Verwandten. Warte mal. Krei, krei, krei. Den Satz verstehe ich nicht. In der Stadt lebende Sperlinge sind... Der ist auch nirgendwo ein Komma. Ach so. In der Stadt lebende Sperlinge sind intelligenter als ihre auf dem Land lebenden Verwandten. Also die Leute da... Achso, aber was sind Sperlinge? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind die in der Stadt schlauer als auf dem Land. Alles klar. Wieder was gelernt. Die in der Stadt sind schlauer bei den Sperlingen. Klar, macht Sinn. In den Mund... Ich brauche eine Brille. Die Augen lassen nach. Ach, Vögel. Ah, Vögel, die in der Stadt leben, sind schlauer als die auf dem... Okay. Vögel in der Stadt sind schlauer. Okay. In den Mund des Rekord... Was? Okay, ich musste kurz zu Ende lesen, das war gerade vielleicht ein bisschen sass. In den Mund des Rekordhalters Marco Hort aus der Schweiz passen 259 Strohhalme. Das sind Spatzen. Ah, okay. Sperling. Ich habe an alles gedacht, aber nicht an Vögel. Aber das auch hier klärt. Der kann was, der kriegt nicht den Mund voll, wa? Marco Strohhalm-Stream. An einem Baum. Gehen wir hier hin. 257. Ah, das kracht. Das kracht. Sekunde. So. Haben wir hier was? Was haben wir denn vereinbart? Mareike Strohhalm. Was meinst du, wie schnell dir den ganzen Strom... Oh Gott! Boninchen, das ist eine unglaublich gute Frage. Wow. Wie schnell er trinken kann mit diesen 257 Dingern im Mund. Wahnsinn. Hallo Maxi, was ist der Plan für heute? Ich farm gerade ein bisschen Items und gleich würde ich Nebenquests machen und das Handbuch weitermachen. Was da nur noch so als Rest übrig ist. Da haben wir noch nicht alles nachgeschaut. Und ich weiß auch gerade nicht, wie viele Quests mir noch fehlen. Zack, Pool leer. Da war er. Okay, da war er. Was. Also ich finde das schon nicht verkehrt, dass man keine Plastikstrohhalme mehr hat. Aber diese Pappstrohhalme, ne? Wenn man im Kino ist, man hat so einen Pappstrohhalm. Leute. Man muss schnell trinken. Ah, das ist ja eine Top-Waffe. Wahnsinn. Habe ich schon ein Gerät gebaut? Ist mein Moped noch hier? Hatte ich ein Moped? Weiß es nicht. Was ist denn los, Enderman? Einfach weg. Komm, lass mich in Ruhe. Ja.
Unter uns. Guter Winkel. Jetzt. Nein. Da haben wir den Kopf. Dieses Fahrzeug, danke. Hat gleich einen Linksdraht überpasst. Alles klar, Maro, bis später. War Pudding schon anwesend? Bis jetzt noch nicht. Also vielleicht da, aber hat nicht geschrieben. Er kann sich auch ein Matheft zusammenrollen und in den Mund schieben. Okay, mir wäre wirklich jetzt viel eingefallen, aber ein Matheft. Gut. Why not? Palmfrucht. Finden wir hier noch Exalbus? Was ist denn da vorne? Für eine illegale Party? Ah, brauchen wir alles nicht. Aha. Da ist er. Die Pappdinger sprengen da rein. Ja, okay. So bist du da drauf gekommen. Oh Mann. Alles gut. Vielen Dank, Heizer Kaffee. Danke, danke, danke. Wir haben keine Waffe mehr. Perfekt. Kann ich da irgendwas Uncooles dran machen, dass wir einfach ein bisschen mehr Schaden haben? Ich nehme auch wirklich jetzt schon solche Waffen. Wahnsinn. Gerudete Waffen gehen zu schnell kaputt. Schumi, dankeschön. Wow. Wow. Sarah, vielen Dank für die 5 Gifted Subs an Miss Nowan, Kleine, Ghost, Solai und Salamibaum. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. BLVCK-Vibes giftet ETH 1. BLVCK MC Vibes. Heute im Billboard Charts drin. Vielen, vielen Dank. BLVCK-Vibes giftet ETH 1 Subdugust 4919. War da eine Fledermaus oder ein Schleim?